Rashford. Kraus 11. Ein deutscher Allmann. Ja, cool. Walker und Varane in der Innenverteidigung. Da kriege ich schon wieder gute Laune. Tom Kraus. Woher sagt mir der Name Tom Kraus was? Ist Tom Kraus nicht ein Fußballspieler oder bin ich komplett lost? Ist Tom Kraus nicht ein Fußballer? Oder stehe ich auf dem Schlauch des Grauens? Hör doch auf! Warum spielen denn die Fußballer immer so krass? Mann! Warum spielen denn Fußballer so krass FIFA? Ihr müsst doch auf dem echten Platz spielen. Mach mal nicht so ein, Tom Kraus. Konzentrier dich mal auf die richtige Karriere. Sonst petz ich beim Verein, was du in deiner Freizeit machst hier. Das ist kein Fokus auf den Profifußball. Oh nee, das sind aber keine coolen Gegentore. Das sind aber keine coolen Gegentore, mein lieber Friend. Hat auch 30-0 geholt. Echt? Ja, okay, der spielt aber wirklich krass, ne? Der spielt wirklich heftig, Alter. Also das Tor wird zwar hammer unlucky so, aber der spielt schon einen krassen Ball. Der zieht mir das Ball schon gut durchs Löchel. Alter, ich wurde in FIFA 21 noch nicht so krass dominiert, ne? Krank, wie der spielt. Heftig. Krank. Aber das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt eigentlich fürs Pay-to-Lose-Emote gewesen, ey. Sad life. Komm, du hast zwei Buchstaben, Junge! Ja! Wichtig! Nimm den Ball! Nimm ihn! Diese Autoblocks sind so sinnlos, auch wenn sie mir gerade den Arsch retten. Dann trotzdem sinnlos, die Teile. Och nein! Ey! Also der wird das Ding verdient gewinnen, aber wie ich die Tore teilweise kriege, ist schon hart unlucky, Alter. Wie ich die Tore teilweise kriege, ist wirklich unlucky. Weil ich habe am Anfang, als ich Kreis gedrückt habe, da hat er ihn nur ganz leicht geschubst, da ist er nicht gefallen. Und dann habe ich keinen Kreis mehr gedrückt und dann fällt er auf einmal und dann gibt es eine Elfer. Ganz komisch. Naja. Ja, guck dich das an. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass der Dude verdient führt. Der spielt ja nicht mal auf Ballbesitz, sondern der zieht mir den Ball einfach durchs Arschloch. Was er halt verdammt gut macht, Alter, müsst ihr mal drauf achten. Der wartet immer, bis ich meine Außenverteidiger rausziehe und dann ganz eiskalt spielt er den Ball über Außen. Ganz eiskalt. Das macht er richtig gut. Also ich meine, ich renne auch gerade wie so ein Vollidiot immer mit R1 drauf, weil ich muss halt irgendwie bisschen pressuren, so. Aber der spielt schon extrem stark. Nein! Autoblocks doch nicht mehr cool! Komm, Klostermann, du hast mal mit dem zusammen in der Mannschaft gespielt. Setz mal ein Ausrufezeichen. So ein Ding nehme ich. So ein Ding. Hüft hoch auch mal reinwichsen. Oh nein. Ich bin da vorm Tor manchmal echt ein bisschen unlucky. Vorm Tor manchmal echt ein bisschen unlucky. Also ein, zwei Tore hätte ich schon noch mehr schießen können. Oh, Eto's erster Ballkontakt. Tut weh. Warte mal, ich gehe mal auf volle Offensive. Also ich meine, das Ding werde ich nicht mehr drehen, aber ich will wenigstens nur eine Hütte machen. Wenn das Tom Kraus von Nürnberg ist, dann hat er letzte Woche 30... Krass, der hat letzte Woche 30-0 geholt. Also für die, die gerade eingeschaltet haben, wir spielen gerade gegen Tom Kraus von Nürnberg. Der ist wohl von Leipzig ausgeliehen. Und der hat letzte Woche auch tatsächlich 30-0 geholt. Heftig. Er spielt wirklich geil. Spielt wirklich richtig geiles FIFA. Nein, ey, ich habe nicht mal was gedrückt. Die Elfmeter waren echt unlucky. Ich habe bei beiden nicht mal was gedrückt. Das tut weh. Ich habe wirklich keinen Kreis gedrückt, ne? Oh, ich wollte erst in der Mitte stehen bleiben. Ich habe bei beiden nichts gedrückt. Die Elfer waren bitter. Schade, weil ich hatte eigentlich gerade eine ganz gute Druckphase mit dem Pressing. Mich ihn jetzt nicht so schlecht gepressured, finde ich.
Ich wäre weiß, hätte jetzt noch einen Elfer bekommen. GG, Alter. GG, Mann, der hat richtig krass gespielt, Alter. Grüße gehen raus. Tom Kraus von Nürnberg, müsst ihr mal abchecken. Der hat letzte Woche auch 30-0 geholt. Ist Fußballspieler von Nürnberg und kann anscheinend auch richtig krank FIFA zocken, Alter. Wenn er das selber war, aber anscheinend ja schon. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so verdient verloren habe. G fucking G, Alter. Richtig stark gespielt. Richtig stark gespielt. In ein, zwei Situationen bin ich vielleicht ein bisschen unlucky gewesen bei den Elfmetern, weil ich habe halt wirklich nichts gedrückt bei den Elfern, ne? Wenn du da halt mit Kreis reinschädelst, dann verstehe ich das. Aber ich habe da halt wirklich nichts gedrückt, so. Aber ich meine, andererseits, ihr habt es ja am Anfang gesehen, wo der nur in meinem Strafraum gestanden hat. Da haben mich die Autoblocks ein paar Mal gesaved, so. Ja, bitter, 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 bitter. Würde sagen, weiß nicht, wie ihr das seht, ich würde sagen, ein, zwei Törchen, würde ich sagen, zu hoch verloren. Also, aber hat schon stark gespielt hier. Ja, sowas hier. Die sind halt unlucky, ne? Ich habe halt wirklich in den entscheidenden Situationen ein paar Mal ein bisschen Pech gehabt. Ah, sowas halt. Aber da seht ihr den Unterschied zwischen ich komme regelmäßig nach Elite zu Top 100 und Elite 1 Ambition. Also Elite 1 Ambition, Top 100, ne? Da seht ihr schon den Unterschied, Alter. Krank gut gemacht. Vor allem, ich glaube, der hat in dem ganzen Spiel nicht einen Skill ausgeführt. Der hat das so schlau gespielt. Ach ja, Top 200 mittlerweile, ne? True. Ja, GG, Alter. GG. GG, GG. Ich schreib dir mal bei Instagram, Alter. Der hat wirklich Hammer gespielt. Das slide ich mal rein in die DMs. Safe Call, der antwortet. Du bist richtig schlecht, du. Ach, guck mal. Hab mich schon in der Story markiert. Aber ich hatte den Namen auch irgendwie auf dem Schirm. Ich hatte den Namen auch irgendwoher auf dem Schirm. Zeigt sich halt, wer Fußballexperte ist und wer nicht, ne? Nee, GG, krank gespielt, Alter. Krank gespielt. Sag's zum blauen Haken. Ja, bei Fußballern ist es ja normal. Also bei Fußballern, die kriegen das halt immer über den Verein. Egal, ob die jetzt 100 Profispiele gemacht haben, erst eins oder noch gar nichts oder whatever so. Der ist ja auch Jugendnationalspieler. Aber bei, keine Ahnung, bei Influencer machen die irgendwie teilweise richtig Auge. Also keine Ahnung, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland jemand anderes gibt, der auch 300.000 Follower hat als Privatperson und keinen Haken hat, so. Also mir fällt halt spontan keiner ein. Tom Kraus steht übrigens nach dem Spiel, also jetzt, 29-0. Steht 29-0.